Schon im Alter von 5 Jahren lernte Mark Girardelli Skifahren. Und bald sah man auch, dass ihm keine Piste zu steil und keine Abfahrt zu schnell sein konnte. Mit 7 Jahren fuhr er die ersten Rennen und war die folgenden Jahre bis zum Alter von 12 Jahren für den österreichischen Skiverband am Start. Durch interne Auseinandersetzungen mit Funktionären des ÖSV entschieden sich die Eltern von Mark, den Verband zu wechseln und in Zukunft für den Skiverband Luxemburg die Rennen zu bestreiten. Ein Schritt, der bislang unmöglich schien. Doch bald konnte Mark Girardelli die Erfolge bei den Kinderrennen auch in FIS- und Weltcuprennen bestätigen. Im Alter von 19 Jahren gewann Mark Girardelli sein erstes Weltcuprennen vor Denmark in Schweden. Es folgten einige weitere große Siege und Erfolge, bis Mark Girardelli den folgenschweren Schritt in die Abfahrt wagte. Meine Karriere verlief wirklich etwas anders als die meiner Konkurrenten. Da ich alleine für Luxemburg unterwegs war, fehlte mir und meinem Vater auch die ganze Unterstützung durch den Verband. Das Organisieren des Trainings, der Reisen, vom Hotels und die Materialtests und vor allem der Informationsfluss während der Rennen, alles mussten wir zu zweit organisieren und forderte mir enorm viel Energie ab. Vielleicht war diese Minimalbetreuung auch der Grund, weshalb ich mich oft verletzt habe. Insgesamt wurde ich 14 Mal operiert. Meine schwersten Stürze hatte ich in Lake Louise 1983 und in Sestriere 1989. Danach war ich 15% invalide. Ich bin zwar auch Skifahrer, aber ich bewundere ihn. Also ich glaube, ich bin einer seiner größten Fans. Er ist ein harter Kämpfer, der nach Verletzungen und schweren Verletzungen sich immer wieder durchgebissen hat. Also ein Genie auf Skiern. Und er ist nicht nur wegen seinem fahrerischen Können zu bewundern, sondern auch wegen seinem Willen und wegen seiner Einstellung, die halt einfach einzigartig ist. Zum Beispiel Ingemar Stenmark, der allergrößte von allen. Ich bin heute noch stolz darauf, dass wir nach so vielen Duellen miteinander immer noch eine tolle Freundschaft miteinander pflegen. Es hat mir etwas Zeit gekostet, diese Querfahrt. 48, 57, guter Fahren. 47, 48 und er schafft es. Jawohl, Ingemar Stenmark ist voran. 48, 33, 137, 61. Er hat zwar etwas an Zeit verloren im zweiten Lauf, aber er ist vorne. Er ist vorne und jetzt fällt wohl die Slalom-Entscheidung. Mark Girardelli, 45 Hundertstel hat er Vorsprung auf den. Wahrscheinlich wie Mark Girardelli fährt. 2, 3 kleine Fehler und dennoch Beste. Ja, das ist im Moment sicher der Superläufer im Slalom und wohl auch im Riesenturlauf. Der Österreicher Girardelli für Luxemburg unterwegs und viel fehlt nicht mehr zum 4. Saisonsieg und da ist er bereits mit einer Pop. 47. Muss jetzt gleich auftauchen, da ist er schon. Das gibt heute wieder eine fantastische Zeit. 1,51,41, das ist schneller als gestern. Er könnte also seinen gestrigen Streckenrekord noch einmal unterbieten. Er könnte heute das Feld hier im wahrsten Sinne des Wortes, wie einst Mitte der 70er Jahre, wie es Franz Klammer geschafft hat, deklassieren. 1,75 hat er bereits Vorsprung und diesen Mark Girardelli wird, wenn er das Ziel es jetzt schafft, heute auch niemand mehr schlagen können. Und er wird der erste Doppelsieger von Wengen werden. Sollten sich die Verhältnisse auf der Strecke nicht ändern, dann wage ich diese Prognose jetzt schon. Schauen Sie sich an, Mark Girardelli, eine hervorragende Zeit. 2,40 Vorsprung, 2,40 Vorsprung, 2,25, 76. Das ist der Sieger vom Laubauern heute. Oder Pirmin Zubricken, mein Hauptrivale für die große Kugel, den Weltcup. Ohne Zubricken wäre es sehr, sehr viel einfacher gewesen für mich. Mit ihm wurde es außerordentlich schwierig. Das ist ein klassischer Skifahrer gewesen. Das war mit dem Pirmin Zubricken eigentlich der einzige, der wirklich in mehreren Jahren immer alle Disziplinen gewonnen hat. Also in Slalom sowie in der Abfahrt alles beherrscht hat. Und das muss man schon heute davor ziehen. Alberto Tomba kam erst im Herbst meiner Karriere auf den Plan. Weil er nur Slalom und Riesenslalom fuhr und ich alle Disziplinen, waren wir nicht immer direkte Konkurrenten. Doch war es für mich immer eine große Herausforderung, gegen den damals besten Techniker anzutreten
und ihn auch einige Mal in die Schranken zu weisen.